These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Ach so. Ich dachte schon, du hättest hier Bauernerfahrung. Naja. Da hat schon wieder. Moment. Wieder der Controller vibriert und wollte mir irgendwas sagen. Scope out the perimeter, Max. There has to be more here than this crate. Ja. Solche Platten. Geil. Schon wieder was. Moment, das ist jetzt aber nicht einfach nur so eine Platte, oder? Just rotting wood. War toll. Geil. Faulendes Holz, was gibt's Spannenderes? Jetzt langsam finden wir Sachen. Okay, schauen wir mal nach. Nothing here. Toll. Ach, schon wieder so eine Platte. Wow, dafür komme ich her. Ist auch noch was. Und ich höre es auch. Scheppern, also so scheppern beim drauf rumlaufen. Das ist ziemlich viel an Scheppern. Hört sich metallisch an, es ist nicht nur so eine kleine Platte. Schauen wir doch mal nach. Liegt das nur da rum? Ne, da ist doch was dahinter, sonst wärst du nicht einfach nicht abgeschlossen, oder? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. Warte. Also muss man okay, irgendwie... Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. Gut. Okay, komisch, dass Chloe sich das noch nicht ansehen will. I should go upstairs and get Chloe to help me. Weil das sieht schon interessant aus. Plattform? Guck mal an. Anhängen. Aber was hat man damit gewonnen? The hook is attached pretty tight to the rope. I could use it to open the hatch. Ja, und dann? Da wollen wir dann vielleicht da hochklettern, oder wie? Das könnte, da könnte was. Moment, ansehen. The rope leads up to that platform. Must climb. Okay. Dann würde ich mal rein aus logischen Gesichtspunkten, bevor wir da hochklettern, erstmal das dann den Haken da fest machen. Denn ich denke mal, damit wollen wir dann da oben was machen. Also anhängen. So. Das wäre verbunden. Jetzt hängt das Seil da oben dran. Und das Seil geht wiederum da. Huch, das zittert jetzt wieder, das ist ja furchtbar. Das führt da irgendwie zu dem Mast, da zu dem Pfosten. Keine Ahnung. Was da ist.
So, dann wollen wir doch mal da hoch, oder? Chloe, can you give me a hand? Sidekick at your service. Hop up and away, Supermax. I dig having minions. So, jetzt sind wir hier oben. Hallo. Na, willst du nicht weiter so? Gut. Na, fang Max auf, falls sie fällt. Genau, das ist eine gute Idee. Gut. Ziehen. Bin ich froh, dass das Ding hält. Also, es ist schön und gut, dass Max die Zeit zurückspulen kann, aber wenn sie selbst getroffen wird oder hier sich selbst verletzt, ich glaube nicht, dass das dann viel hilft. So. That looks sturdy enough to stand on. Hoffe ich doch. Sonst könnte es schwierig werden. Dann wollen wir mal. Do not fall. Habe ich nicht vor. So, jetzt werden wir hier oben. Seil. Here's the other end of the rope. Ja, das habe ich von unten auch schon beobachtet. Achso, dass das Seil hier wirklich endet. Also es ist hier festgemacht. Und it wash. Oh, was macht man jetzt da oben damit? Immer ein bisschen Aussicht. Das ist wie ein Vogelschwarm. Aber sonst. Wenn hier sonst irgendwas Interessantes von hier aus. Ich schaue mich nur gern um. Sehe jetzt nicht allzu viel. Außer Max. Die wieder zittert. Nur die ganze Welt zittert wieder. Er zittert vor ihr. Haha. Naja. Eule. Hallo. Good evening, Dr. Who. Sorry. Ich find's schön. Ich mag sowas. So. Foto. Schön. Do not fall. Der arme Dr. Who. Jetzt haben wir ihn geweckt. Good evening, Dr. Who. Sorry. Wir können ja mal zurückspulen. Dann ist Max, er wieder. Use your rewind and get that motor back up there. Ah. Wir müssen sowieso zurückspulen. Ja, gut. Dann holen wir den Motor wieder hoch. Dann machen wir den an einem Seil fest, dann schmeißen wir den erneut runter. Aha. So. Jetzt ist der Motor wieder da. Ich möchte aber kurz mal was nachschauen. Und zwar haben wir neue Fotos. Und zwar. Ah. Dr. Who. Fehlen noch zwei. Das geht jetzt doch relativ schnell. Sind wir vielleicht doch näher am Ende, als ich dachte. Okay. War hier nochmal der Kommentar? Here's the other end of the rope. Ach ja, genau. Da war was. Ansonsten haben wir hier einen alten Motor. Talk about heavy metal. I could use that to open the hatch. Ziehen. So, that didn't work at all. Da stand ziehen und nicht runterschmeißen. Max. Do not fall. Ja, habe ich auch nicht vor. Toll, das war ja Geniestreich. Da stand ziehen, ich wollte das Ding doch nicht runterschmeißen. Jetzt liegt es da unten. Ha.
dachte, sie bringt das in Position, damit sie es dann runterschmeißen kann. Sie schmeißt es ja direkt runter. Ohne irgendeinen Sinn dahinter. Jetzt könnte man mal gespannt sein, was passiert. Talk about heavy metal. I could use that to open the hatch. Müsste das Seil da nicht im Optimalfall gespannt sein? Ich meine, wenn es locker ist, dann weiß ich nicht. Naja, machen wir mal. Strikes again. Ha. Sehr schön. Also sowohl die Aktion als auch MacGyver. Gut. Damit wäre das Schloss entfernt. Und wir können wohl anscheinend, also würde ich mal vermuten, diese Tür öffnen können. Und runter geht's. So, da wären wir. Und jetzt ist Chloe wieder in der Kiste. Chloe, wir können da jetzt reingehen. Willst du nicht da reingehen? Falltür. Ja, dann wollen wir mal. Worauf warten wir noch? What is this? Jackpot. Do I even need to say how weird this is? He just did. Who built this kind of place? A Prescott, of course. Okay. Hast du hier was Neues hier? Nö. Okay. Wollte ich nur schauen. Gerade, weil ich das immer denke, wenn da unten dieses Symbol kommt. Aber das heißt wahrscheinlich einfach nur, dass es weitergeht. Warum schaue ich mich um? Gibt hier sonst nichts Interessantes als das hier, oder? Schande. This bunker is so surreal. Scheibe ist kaputt. Wieso ist die Scheibe kaputt von dieser Lampe? Hm. Da war doch vorhin die Rede von Prescott Spring Bomb Shelter Boom to Arcadia Bay. Also sie bringen einen, ja, Bunker Boom nach Arcadia Bay. Hm. Die Lampe ist noch intakt, aber scheint irgendwie nicht zu leuchten. Die scheint zu leuchten, ist aber... Rutsch. Komisch. Ja, gut. Tastenfeld, na toll. Und eine Sicherheitstür. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, da reinzukommen. This is too heavy to break, so I'll need a code. Hast du schon versucht, da einzubrechen? Vielleicht ist es ja ganz einfach. Wer weiß, vielleicht ist die Tür ja nur aus Pappe. Naja, wahrscheinlich nicht. Das heißt. First a padlock, then a digicode? Someone really doesn't want visitors. Hm. Ja, Moment mal, es ist ein Bunker. Ein Bunker sollte doch. Eigentlich ist hier ein Bunker doch zur Schutz der Zivilbevölkerung, also ein privater Bunker, ne? Von daher dürfte es doch eigentlich nicht so schwierig sein, in den Bunker reinzukommen, weil man muss ja schnell reinkommen, wenn Gefahr droht. Oder? Vor allem, dieser Bunker. Der lässt mich auch überlegen, im Zuge dieses ganzen apokalyptischen Zeugs, was wir hier erlebt haben,
Und dem Schaden, den die Prescotts der Stadt zufügen, so sagt man das, lässt mich das denken, dass sie irgendwas ahnen oder sowas und deswegen diesen Bunker hier gebaut haben. Das ist so dieses Gefühl, was ich kriege mit dieser Sache. Deswegen wird mir da ein bisschen komisch bei der Sache. Und dann kommt halt noch dazu, dass das ist eine serious door. Where's Gandalf when I need him? Ha. Dann kommt halt noch dazu, dass sie den Bunker so verstecken und dann so gut sichern. Gut, vielleicht wollen sie nicht, dass die anderen wissen, wo ihr Bunker ist, damit die anderen nicht anklopfen und sie schön alleine sein können in ihrem Bunker, wenn irgendwas passiert. Würde ich ihnen auch zutrauen. Ne. Nun gut. Schauen wir doch mal. Okay, jetzt haben wir schon mal. Sorry. Someone really doesn't want visitors. Okay. Also, wir haben hier einen dreistelligen Code zu lösen. Und da fällt mir was ein. Moment. Erinnert sich noch jemand an den Moment, in dem wir Nathans Handy geknackt haben? Wo waren das? Das war bei Chloe zu Hause. Hier ungefähr? Ich hoffe, dass wir so dahin kommen. Falls jemand denkt, ich würde irgendeine Melodie machen, nein. Ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Wieso sind da so viele Sachen? Und kann ich nicht einfach in die andere Richtung gehen? Ich hatte das Gefühl, es geht nicht. Ich glaube, wir sind... Ah, da ist er doch. Guck mal hier. Dieser Zettel. Da sind ganz viele vierstelligen Codes drauf. Und die haben wir alle genommen, also in den Kreis der... in die engere Auswahl genommen für Nathans Code fürs Handy, weil das ein vierstelliger Code war. Hätten alle gepasst, von der Stelle. Außer einer, der in einer anderen Farbe geschrieben ist und dreistellig ist. 542. Moment, ist schon noch was anderes. Dann irgendwo noch 543. Habe ich es gerade richtig gesehen? Mann, warum dauert das so lange? Ich beeil mich. Man hört bestimmt das Gamepad ganz laut knallen. Es geht wirklich nicht in die andere Richtung. Man muss immer diesen Weg gehen. Na? So, jetzt sind wir wieder da. So. 543. Ach nee, es war 5431. Sorry. War doch ein vierstelliger Code. 542 in Rot, dreistellig. Sticht heraus. 542. Und guck mal an. 542 sind außerdem ein bisschen ausgeblichen. Was darauf hindeutet, dass sie schon oft benutzt wurden, diese Zahlen. Gut, man hätte es vielleicht auch so drauf schließen können. Aber jetzt wissen wir auch die Reihenfolge. 5. 4. 2. Oh yes! I thought that only worked in the movies.